So, guten Morgen vom Flughafen BR. Wir haben es jetzt gerade ungefähr 5 Uhr. In anderthalb Stunden geht mein Flieger und ich bin jetzt hier gerade um Terminal 1. Es geht aber eigentlich vom Terminal 2 aus. Ich gehe jetzt trotzdem lieber hier durch die Sicherheitskontrolle, weil hier ist dieses BR Runway System und da komme ich meist ein bisschen schneller durch. Und jetzt geht es erstmal rein und dann schnell zur Sicherheitskontrolle. Zum Check-in oder so brauche ich heute nicht gehen. Das Terminal 1 ist das Hauptterminal des BERs und da fliegen halt auch die allermeisten Fluggesellschaften ab, bis auf ein paar wenige, wie zum Beispiel Ryanair, die fliegen vom Terminal 2 aus. Die Sicherheitskontrollen waren gut ausgestattet und direkt dahinter ist der Duty Free Shop. Ja, die Sicherheitskontrolle war jetzt in gut 10 Minuten erledigt und ja, jetzt gehe ich gerade noch zum Mövenpick Café, weil da kann ich mir als jemand, der Priority Pass hat, gratis Frühstück holen. Und das mache ich halt und dann gehe ich rüber ins Terminal 2, wo halt dann auch mein Flug geht. Und da muss ich auch durch die Passkontrolle, weil Manchester ist ja außerhalb des EU-Schengen-Raums und dementsprechend muss ich da halt ja, durch die Passkontrolle. Mal schauen, wie lange die heute dauert. Das Mövenpick Café war halt auch ehrlicherweise einer der Hauptgründe, warum ich halt im Terminal 1 die Sicherheitskontrolle passiert habe. Dort habe ich mir dann ein Frühstück geholt und dann ging es durch die Markthalle in Richtung Terminal 2. Dadurch, dass ich halt im Terminal 1 die Sicherheitskontrolle passiert habe, habe ich mir halt eine Menge Wegstrecke erspart. Vom Mövenpick Café zum Terminal 2 sind es ungefähr 10 Minuten Fußstrecke, je nachdem, wie schnell ihr halt seid. Die sind luftseitig miteinander verbunden, dementsprechend geht der Terminalwechsel ganz einfach. Jetzt nach Manchester geht es übrigens mit Boeings Absturzflieger, der 737 MAX 8 in der 200er Variante. Die 200er steht für die Passagiere. Das ist so eine ja, für Billig-Airlines speziell entwickelte MAX 8. Da passen halt mehr Passagiere rein als bei der Standard-MAX 8. Dadurch sind zusätzliche Notausgänge notwendig, die halt da verbaut sind. Und halt ja, einfach Ryanair mehr Geld bringen. Mal schauen, wie dieses Flugzeug so ist. Ganz im Gegensatz zum Terminal 1 ist das Terminal 2 halt ein reiner Funktionsbau. Es soll nicht schön sein, es soll funktionieren und genau diesen Zweck erfüllt dieses Terminal halt auch. Das Flugzeug stand bereits an seiner Parkposition bereit und das Gate B45, das Abflugsgate, war halt das allerletzte im Terminal 2. Hinter der Passkontrolle natürlich und die verlief übrigens sehr schnell. Das Boarding begann auch bereits und bei der Handgepäckkontrolle beim Boarding halt, naja, wurde doch recht streng kontrolliert. Also es wurde so ein grober Blick drauf geworfen, auf die Größe halt. Und wer ein Gegenstand hat, der zu groß war oder zwei, der musste halt richtig zahlen und zwar 70 Euro. Und das ist dann halt schon natürlich ein Preis, den man vermeiden möchte. Dementsprechend passt auf, was ihr halt gebucht habt. Zu Fuß ging es dann halt zum Flugzeug raus. Zuerst wurde nur über die vordere Treppe gebordet. Das ist in dem Sinne schon recht ungewöhnlich, weil eigentlich immer direkt zwei Treppen zur Verfügung stehen. Ein paar Minuten später kam dann auch die zweite Treppe halt für die hintere Tür. Da muss wohl irgendwas schiefgelaufen sein oder nicht genug Mitarbeiter oder so. Und hinten am Flugzeug seht ihr auch diese Notausgangstür. Und die musste zusätzlich installiert werden, weil das halt ja eine 200er Variante ist. In dem Sinne, dass halt da mehr Sitzplätze reinpassen als bei der Standard 737 MAX 8. Ryanair verbaut 197 Sitzplätze in der 3-3-Konfiguration da drin. Möglich wären 200, aber Ryanair hat halt gesagt, 197 reichen uns. Und ja, mein Sitzplatz 14F. Toll, oder? Der einzige Fensterausblick, den ich halt so hatte, war dieses kleine Fenster. So, jetzt sind wir im Flugzeug und es sind genau die gleichen Sitze wie auch in den 737-800er Maschinen von Ryanair. Aber ich kann euch Reihe 14 auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich ärgere mich umso mehr, dass ich halt 12 Euro für diesen Sitzplatz bezahlt habe, damit ich einen Fensterplatz habe, um effektiv an der Wand zu sitzen. Es war bei Ryanair kein Hinweis darauf, dass es halt kein Fenster gibt. Und auch auf den Seiten, wo ich geschaut habe, war nirgendwo die Rede, dass es halt kein Fenster ist in Reihe 14. Bei den alten 737-800er war es immer in Reihe 11. Hier ist es in Reihe 14. Kann ich es auf jeden Fall nicht empfehlen, hier zu sitzen. Bezahlt dafür kein Geld. Ich kann meine Kamera noch an das Fenster anbringen, das ist schon mal das Positive. Und ich habe so einen leichten Blick nach draußen, aber effektiv sitze ich neben der Wand. Und das an einem Fensterplatz, also ja, mies. Ja, natürlich möchte ich euch noch etwas mehr zeigen als halt diese schöne Wand. Und zwar, was es jetzt so zu bieten hat. Es gibt halt oben ein bisschen Werbung und dann drunter halt die Sicherheitskarte. Das hat aber den Hintergrund, dass es halt bei Ryanair keine Sitztasche gibt. Das ist schon mal so ein negativer Punkt. Aber bei Ryanair ja nicht verwunderlich. Es gibt einen Tisch, der ist halt, naja, ausreichend groß, wenn man so nennen möchte. Er lässt sich nicht hinausziehen. Ist halt ja, das Billigste, was geht. Und die Beinfreiheit, sie ist doch nochmal etwas geschrumpft im Vergleich zu alten Ryanair-Flugzeugen. Ich muss die Beine echt so ein bisschen zur Seite machen, um halbwegs komfortabel zu sitzen. Also ich finde, da merkt man schon einen Unterschied zu früheren Flügen halt. Und auf den Sitzen war auch so ein Magazin ausgelegt, also ganze Werbezeug, was Ryanair so verkauft. Das lag halt einfach da rum, das wurde nicht eingesammelt, auch nicht während des Pushbacks oder so. Das lag halt während des gesamten Fluges herum. Seats for departure.
Mit einem pünktlichen Abflug aus Berlin sind wir dann Richtung Manchester gestartet und in der Kabine war es dann halt schon ziemlich ruhig, weil um 6.30 Uhr einen Abflug zu haben bedeutet, die meisten Leute wollen halt noch schlafen. Über ihren Köpfen finden sich dann noch Leselichter, in der Lüftung, Crewcore, Anschlusszeichen, der komplette Standard, nichts Besonderes. Was ein bisschen besser geworden ist, sind auf jeden Fall die Gepäckfächer, da passt jetzt ein bisschen mehr rein. Das ist halt ein schöner Vergleich im Vergleich zu den alten 737-800er-Maschinen. Negativ ist, die Flaschen auf dem Tisch rutschen echt runter, außer in dieser kleinen Lücke, die halt für die Flaschen gedacht ist. Das hatte ich mir übrigens am Flughafen geholt. Diese Flasche Wasser und ja, das Brötchen und das Croissant kosten übrigens ungefähr 15 Euro. Oder vielleicht sogar ein kleines Stück mehr. Würde ich euch ehrlicherweise nicht empfehlen. Ich habe das ja durch meinen Priority Pass gratis bekommen. Aber es würde halt so 15, 16 Euro kosten. Ich würde an eurer Stelle lieber sogar bei Ryanair was holen oder halt beim Bäcker vorher am Flughafen, ist billiger. Bei Ryanair gibt es halt auch ein paar Sachen zur Auswahl. Es gibt halt so Menüs, da spart man nochmal ein paar Cent. Es gibt natürlich mal Getränke. Ist jetzt nicht das günstigste, aber zum Beispiel diese Menüs kosten halt so 10, 11 Euro. Da ist ein heißes Getränk, ein Sandwich und ein kleiner Snack dabei. Ist ein besserer Deal als jetzt beim Mövenpick, ehrlich gesagt, was zu holen. Und ja, die Snackauswahl, es geht in Ordnung, aber das ist natürlich auch teuer. Also 3 Euro für so eine kleine Pringles-Dinger ist jetzt nicht gerade günstig, muss man auch ehrlich sagen. Es gibt natürlich auch Alkohol. Ich wette, das war schon mal auf Mallorca-Flügen alle. Also kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und es gibt sogar Flugzeugmodelle zu kaufen. Ich denke, da bietet Ryanair auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Auswahl. Kann man halt, wie gesagt, über sein Handy abrufen. Und ja, ansonsten blieb es in der Kabine auch während des gesamten Fluges ruhig. Die Crew hat ihren Service abgerufen und dann war gut. Und in dieses Flugzeug wurden sehr kleine Toiletten eingebaut. Hinten sind da 2 in eine Lücke eingebaut, wo eigentlich nur eine reinpassen würde. Dementsprechend ist da echt nicht viel Platz. Man kann sich wirklich kaum drehen. Es geht zwar irgendwie, aber es ist wirklich nicht sehr angenehm. Das Waschbecken ist echt mini und naja, die Kabine, sie war erstaunlich schlecht ausgelastet, muss ich ehrlich sagen. Also maximal 2/3, was halt für Ryanair echt schlecht ist, muss man leider so sagen. Also normalerweise sind die Flugzeuge immer so 90% gefüllt. Auf diesem Flug nicht. Ich hatte auch einen Mittelplatz frei, das hatte ich bei Ryanair vorher nie. So, wir sind jetzt auf halber Strecke zwischen Berlin und Manchester. Wir sollen in einer guten Stunde landen. Das heißt, wir landen mit 15 Minuten Verspätung. Also alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Und ja, was lässt sich zu dem Flugzeug sagen? Ich glaube, ganz ehrlich, die allermeisten Passagiere würden es nicht mal wissen, merken, dass das hier eine 737 MAX Maschine ist. Und ja, nicht die alte 800er. Es ist halt auch ganz gut verschleiert, sage ich jetzt mal hier drin, weil die Kabine sieht eigentlich aus wie die alte halt. Und da steht ja auch nur 737-8200. Da steht nichts mit der MAX. Das ist natürlich auch von Ryanair schlau gelöst. Ja, ansonsten ist es halt das typische Ryanair-Erlebnis. Nichts Besonderes eigentlich. Der komplette Standard. Ich finde, der Sitzabstand ist etwas schlechter als in der 737-800. Das könnte man auf jeden Fall wählen. Und ich ärgere mich natürlich, dass ich hier kein Fenster habe. Dafür halt auch noch extra Geld bezahlt habe. Das ist schon ein bisschen ärgerlich. Ja, ansonsten ist es halt wirklich ein kompletter Standardflug und ich hoffe, ich konnte euch trotzdem ganz guten Einblick geben, was euch hier so erwartet. Der Passagier vor mir hat dann übrigens auch relativ schnell entschieden, ja, die Fensterblende geht runter, er legt sich nochmal schlafen, dementsprechend hatte ich so gar keine Aussicht nach draußen, das war halt auch nicht geil. Und es lässt sich noch eine Sache auf jeden Fall erwähnen zu der Sitzplatzreservierung. Also, wenn ihr halt so einen Ryanair-Flug bucht und halt dann das Flugzeug danach gewechselt wird, wie es halt bei mir war, dann wird euch nicht angezeigt, dass in der Reihe 14 kein Fenster ist. Ansonsten wird es tatsächlich so gemacht, also, euch wird angezeigt, Reihe 14 nicht am Fenster steht da. So ehrlich muss man das auch erwähnen. Das Problem war halt, bei mir wurde es von einer 737-800 auf eine 737 MAX 8 gewechselt. Dementsprechend stand bei mir der Hinweis nicht, dementsprechend habe ich da einen Sitzplatz ausgewählt. Entsprechend würde ich euch persönlich empfehlen, niemals in der Reihe 11 oder 14, völlig egal, bei Ryanair-Flug Sitzplatz zu reservieren. Weil dann seid ihr auf der ganz sicheren Seite, dass ihr wirklich ein Fenster habt. Weil das sind die einzigen beiden Reihen, wo es halt kein Fenster gibt. Bleibt bis für die Bank, was der Flughafen 3 Uhr, die Einstartzeichen erlustet.
bietet Hauptstadt Flughafen und Umlaufbereiche und Gewinner. Und das wollte unser Gast auch. Und wir hoffen, Sie noch was begrüßen zu dürfen. Ein von unserer Maschines. Wir wünschen Ihnen angenehme Tag. Tschüss und auf Wiedersehen. Angekommen am Gate sah es zuerst nach einem Brückengate aus, das war es nicht. Und das Deboarding, naja, es verlief normal chaotisch. Also bei Ryanair ist es immer etwas chaotischer als bei Lufthansa zum Beispiel. Es ging dann halt zu Fuß rein ins Terminal, weil dadurch spart sich halt Ryanair auch nochmal Geld. Aber das Gate, wo wir angekommen sind, war gerade mal so 200 Meter von der Grenzkontrolle entfernt. Also ich will mich da auf jeden Fall nicht beschweren. Es war ein sehr kurzer Weg vom Flugzeug zur Grenzkontrolle und direkt dahinter war dann halt auch direkt die Gepäckhalle. So, mittlerweile sitze ich jetzt hier in der Gepäckhalle von Terminal 3 vom Flughafen von Manchester. Wir sind tatsächlich früher reingekommen als eigentlich geplant. Es hieß ja zuerst, dass wir mit 15 Minuten Verspätung ankommen sollen. Dem war jetzt halt nicht so. 10 Minuten früher oder so sind wir gelandet. Die Einreise verlief auch gerade sehr, sehr schnell. Kein Anstehen oder so. Konnte direkt da zur Einreise. Sehr entspannt und ja, jetzt würde ich das Video an dieser Stelle hier beenden. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Dann sage ich ciao und dann, ja, hoffentlich bis zum nächsten Mal.